What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zur Iron Man Challenge. Battle for Azeroth. Wir sind noch immer in der brennenden Steppe, kriegen aber, denke ich, so die letzten paar Quests mit der Zeit jetzt hier. Wir sind letztes Mal wieder reingekommen nach einer kurzen, längeren Pause, ich gebe es zu. Und haben dieses Mal wirklich eine harte Quest vor uns mit 25 Kills von solchen Drachkins und so. Das dauert ewig wahrscheinlich. Und wir müssen hier vorne irgendeinen Boss töten. Bis wir erstmal da rankommen. Das dauert wahrscheinlich auch die ganze Ewigkeit. Da ist er. Den da. Kann ich den mal totenkopfen? Das ist unser Boss. Der hat 6091 Leben. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Die Quest können wir nicht machen. Vor allem ist er noch wieder Mage, ne? Der hat Mana. Wenn der irgend so einen Blitz auf uns castet oder so, sind wir tot. Aber wir probieren's. Ich will nicht gleich rumheulen und aufgeben. Erstmal gucken wir, wie gut wir mit denen hier klarkommen. Ah, guck, wir haben ja ihn dabei. Wir haben ihn dabei. Macht der Damage? Machst du Damage? Sehe ich eine Damage-Zahl? 215 war von mir. Er macht auf jeden Fall einen Debuff drauf. Rüstung um 20% verringert. Er tankt! Oh mein Gott! Er tankt und macht Debuffs und Shit. Ja, geil. Oh, das müssen wir voll ausnutzen. Komm, ran da. Zack. Bam. Zack. Ja, geiler Shit. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Da reitet ein Dunkeleisenzwerg. Hey, hey, hey. Macht er meinen Mob? Nee, macht er nicht. Da ist dran vorbeigeritten. Sonst hätten wir da mitmachen können. Oh, das sind zwei. Müssen wir einen schieben. Oh, Drachkin. Kann ich nicht schieben. Fuck my life. Okay, dann wird's heftig. Der andere kommt gar nicht dazu, oder was? Doch, der andere castet auch Feuerbälle. Aber auf wen? Auf unseren Freund wahrscheinlich. Oh, der stirbt weg. That's dangerous. Warte, wir müssen den töten. Oh ja, wir müssen den mal in Fokus nehmen, damit wir immer wissen, wie viel Leben der hat. Ich kick mal den Frostblitz von dem Viech. 1107. Oh, das ist eine enge Geschichte, du. Reckst du? John J. Keyshan / Fokus. Der reckt nicht. Doch, er reckt, aber ganz langsam. That's not good. Vor allem jetzt, wo wir den Boss machen müssen. Oh, John Jay, kannst du nicht schneller recken? Was ist, wenn ich was esse? Isst du dann auch was? Nee. Na gut, dann müssen wir jetzt alles geben. Guys, auf geht's. Eisige Adern. Oh fuck, John Jay stirbt so hart. Er stirbt so hart. Er stirbt so hart. Wir haben nicht mal den halben... Ich sterb. Abort Mission. Abort. Wieso kann ich mich nicht schilden? Okay. Oh Gott, was sind... Oh. Was waren das alles für Ads auf einmal? Holy shit. Frostelementar ist auch gestorben. Okay, wir haben keine Unsichtbarkeit mehr, Leute. Sollen wir es nochmal probieren? Er hat jetzt wieder volles Leben. Er hat wieder volles Leben. Ich habe keine Unsichtbarkeit und keine eisige Adern. Ich würde sagen, wir tun die Zeit kurz totschlagen und Ads töten. Also nicht Ads, sondern die hier einfach. Guck mal, die sind schon wieder gerespawnt. Was? Das kann ich ja mal voll vergessen. So kriegt er keinen Damage. Leck, bin ich clever. Boah. Da hast du deinen kleinen Herzkasper gekriegt, du.
Oh, was ist jetzt los? Warum laggt's? Oh, was war das für ein Lag? Bitte Game, nicht bei der Iron Man Challenge. Oh, das ist ein großer. Oh shit, mein Wasserelementar. Oh fuck my life, der hat 2,8 Leben. Aber das ist auch ein Melee, das heißt, wir können den ein bisschen noch hinhalten. Oh ja, draußen geht's wieder los. Ich habe Baustelle direkt vor dem Fenster, Leute. Also wenn ihr jetzt Bagger oder LKW-Geräusche oder so hört, tut's mir leid. Kann ich nicht ändern. Das ist mein Leben zurzeit, mein Leben. Okay, John Shay ist verletzt, aber er hat mehr Leben als gerade eben. Und wir haben in 10 Sekunden wieder Dingsbums. Also wir probieren es jetzt nochmal. Der Weg nach hinten ist frei. Okay, haben wir eigentlich Helden? Ne, haben wir nicht. Zeitkrümmung. Auf geht's, John. It's your time to shine. Jetzt kommt wieder dieses Ding. Dieser Beschuss, den schilden wir weg. Okay, da ist ein Welpling. Ich habe Aggro von dem. Oh, fuck, 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 fuck. Wo ist mein Eisblock? Da hinten. Ja, das geht nicht. John ist tot. Wasserelementar ist tot. Der castet. Komm mal, verpisst euch. Oh. Ja, das packen wir wohl nicht. Keine Chance. Ich denke, da müssen wir ganz einfach die Quest auslassen. Wir machen die 25er Quest. Die 25er Quest und bahnen uns den Weg nach da oben und gucken, was wir da noch kriegen. Aber wenn der da noch Welblinge beschwört, das kriegen wir nicht hin. Zumal ich die Aggro von denen habe. Wenn der John die Aggro hätte, könnten wir vielleicht den Boss noch runternuken, aber das geht nicht. Und auf einen anderen Spieler warten ist ein bisschen cheesy. Zumal man sich ja eigentlich nicht helfen lassen darf, ne? Ja, 6k. Das ist halt zu viel. So viel Damage macht man nicht mehr. Oh shit. Oh, wir haben Aggro. Oh fuck my life. Ich muss einmal im Kreis rennen und Aggro droppen. Boy. Okay. Der hat einen späten Pop-In, irgendwie habe ich das Gefühl. So, das sind überall Wölfe. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich will mir nicht den Weg bahnen müssen dadurch. Ich will eigentlich nur die Drachkin-Mobs töten. Aber die Wölfe sind so dicht. Wir können da außen rum und dann am Berg entlang. Wie wir es gerade eben auch gemacht haben, als wir, oder in der EP vorher, als wir die Obsidian-Nerds getötet haben. Jetzt ist da auch ein Wolf. Ja, fuck my life. Okay. Zwischen zwei Mobs durchlaufen und keinen pullen. Dann zwischen zwei Mobs Abort Mission. Oh, ist das ein Minenfeld an Mobs hier, ey. Guys? Oh, oh. Oh, fuck. Shit. Das Wolfsrudel. Die jagen wirklich im Rudel. Okay, hier. Hier ist ein Opening. Hier ist ein Opening. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Das wäre auch ein geiles Spiel mal für einen Livestream. Okay, hier sind wir richtig. Hier müssen wir töten. Hier müssen wir uns den Weg jetzt durchtöten. Wir haben John Jay dabei. John Jay, alles okay. Zack, 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 zack.
dead. So. Jetzt fühle ich mich wieder, als wäre ich Herr der Lage. Irgendwann den da hinten müssen wir auch töten. Ein Drache. Ein fucking Drache mit 3k, mit 6k Leben. Aber wenn ich den anderen nicht töten kann, brauche ich den Drachen auch erst gar nicht machen. Hat ja keinen Sinn. Jetzt ist da ein Wolf mitten reingestreut. Was soll denn das? So, ihr Schießdreck aber auch hier. Komm, nimm mal den da. Ein bisschen auf John Jay aufpassen. Holy shit, jetzt kommt der große weiße Van. Was macht der hier? Ich habe überhaupt keinen Platz zum Rumfahren. Das ist eine Baustelle, Bro. Boah, Doppel-Eislanze, Brock. In your face, in your face, in your face. Ja, schön am Berg kuscheln. Hier fühle ich mich sicher. Er rennt halt auch hin wie ein Irrer. Und meine Frostnova vom Pet ging voll ins Leere. Like a Noob. Wir haben gleich die Hälfte. Das ist echt cool, dass John Jay uns hilft. Sonst hätten wir echt ein Problem hier. Immer interessant, die Leute zu beobachten. Die legen hier Rohre in den Boden, haben deshalb die ganze Straße aufgerissen, von vorne nach hinten. Und ich versuche immer so ein bisschen zu analysieren, wer da jetzt gerade was macht. Weil das sind immer verschiedene Abteilungen oder verschiedene Handwerker quasi, die das machen. Erst waren die Straßenarbeiter da mit dem Bagger und mit dem weiß nicht, da wo den LKW, wo man den Schutt hinten drauf macht. So ein Kipplaster. Die waren zuerst da, haben die Straße aufgerissen. Und dann kamen die ganzen Rohre und so ein Bagger, der das wie so ein Kran die Rohre in den Graben gelegt hat. Und dann kam ein Schweißer, der die ganzen Rohre zusammengeschweißt hat. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen. Das ist ein großer weißer Van. Mal schauen. Wir werden es bestimmt hören, auf jeden Fall. Ich höre es nämlich jeden Abend und jeden Morgen. Und eigentlich immer, wenn man seine Ruhe haben will. Oh boy, der ist nah. Kill, 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 kill. Hä, hat er nicht gezählt? 16 von 25. Dieser Wolf da, der streunt ziemlich blöd hier. Oh, haben wir da hinten volles Dreier-Trupp-Dings. Oh, der Wolf. Aber Wolf kann ich, glaube ich, schieben. Verschwindet aus dem Rotkammgebirge. John Jay, ich glaube, du bist noch in der falschen Zone, to be honest. Ja, ja, ja. Schieb. Und ich habe Aggro. John Jay ist fast tot, so wie es aussieht. Wir brauchen einen neuen John Jay. Can I get that? Okay, wie sieht's aus, so kartentechnisch? Die Hälfte haben wir geschafft von dem Gebiet. Oh, oh, oh. Lecker, springt einfach über den Graben, ey. Ist ja irre. 5 Meter tief oder so. 10. Ich sehe schon die Lava unten. So, soweit, so gut. Oh no. Das ist wieder einer von denen, die ich töten müsste.
Die stehen alle so schön, aber ich krieg sie halt nicht down. Und ich muss wirklich alle vier down kriegen, sonst springt mir die ganze Quest nichts, ne? Also, wenn ich drei Stück schaffe und einer übrig bleibt, dann können wir es gleich vergessen. Und den vorne haben wir ja schon mal nicht down gekriegt. Shit! John Jay ist tot! Krieg ich einen neuen? Ja, ich krieg einen neuen. Die werden schon am Fließband hergestellt, die John Jays. Wir sneaken uns hinten um den rum hier. So. Es läuft. Mit dem seiner Hilfe kommen wir echt gut voran gerade. Ja, manchmal ist er ranged und manchmal ist er Tank irgendwie. Ich verstehe es nicht. Er füllt irgendwie alle Rollen aus von seinem Team. Mein Ziel für diese Episode ist, da hinten drüben anzukommen. Das wird jetzt noch ganz schön knifflig, du. Oh, bleib weg. Was ist das für eine Zweierpatrouille? Fuck my life. Ja, komm schön her, Mob. Komm schön her. Sehr gut. Können wir da durchreiten? Obwohl, nee, können wir nicht. Das ist da in der Höhle, ist das. Wenn nicht jetzt, wann dann? Schnell! Wenn nicht jetzt, sag mir wo und wann. Nein, wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Schnell! Töten, 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 töten. Schnell! Oh. Oh. Jetzt kommen die da. Oh, 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 hey. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aufsitzen. Oh, fuck, fuck, fuck. Der da, der darf keinen Schlenker jetzt machen. Good job. We did it. We did it, guys. Warte mal, wir haben Aggro? Ach, John greift den Wolf an? Warum? Warum greift John jetzt den Wolf an? Der mag die wohl nicht. Immer noch wegen Rotkammgebirge oder so. Alles gut, dann haben wir hier eine kleine Schneise. Dann können wir hier noch drei von den anderen töten, oder? Drei? Reichen drei? Ne, zwei sogar nur. Ja, geil. Und wir haben Brox. Go for it. Und wir machen so viel Damage an dem, dass wir Aggro haben und nicht John. Ich weiß nicht, warum ich mich darüber freue. Fuck my life. Hilfe. John Jay. John Jay. Tu was. Okay. Und noch einen. Und für den ziehe ich sogar eisige Adern. Come on. Ah! So, got him. Ja, nice! Level up! Stufe 53! Wie gut, ey! Wie gut! Wer bist du denn? Mitverschwörer hat mich über eure Pläne informiert. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Angemalt mit der Asche. Dann okay, alles klar. Ach, wir haben dem die Asche gegeben. Das war's? Keine Folgequest. Ja, dann sind wir jetzt wohl in der Sackgasse angekommen, wo es nicht weitergeht. Weil die Quest kann ich auf keinen Fall machen. Und ich denke, ohne die gibt es keine Folgequest. Lass mal... Kann ich irgendwo... Wo ist denn mein Ruhestein? Bringt euch zurück nach Eisengipfel. Was ist denn Eisengipfel, sag mal?
Das müssen wir jetzt mal herausfinden. Ich würde nämlich einfach gern zu einem Flugmeister und dann halt da runterfliegen zum Morgenswacht. Damit ich gucken kann, ob es Folgequests gibt. Müssen wir mal ausprobieren, wo der Eisengipfel ist. Das klingt so nach Sengende Schlucht, aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Weil da runterreiten können wir vergessen. Da brauchen wir Jahre. Ja, Sengende Schlucht. Shit, Alter, was die da alles rumtragen. Bretter und so. Flugpunkt? Ah ja, da unten ist es. Okay. Leroy! Slowfall. Zum Glück habe ich meine Hotkeys noch. Okay. Morgens wacht. Lass uns mal hingehen und gucken. Und wenn es keine Folgequest gibt, meine lieben Freunde, der Iron Man Challenge, dann müssen wir in ein neues Gebiet gehen. Und dank dem neuen Level-System können wir uns das ja relativ schön aussuchen. Es gibt bestimmt noch Low-Level-Gebiete, wo wir noch nicht waren, oder? Ich weiß nicht mal mehr, wo wir... Irgendwo Ödland haben wir anscheinend gemacht. Hammerwald von Elwin gemacht. Dämmerwald haben wir gemacht. Rotkam haben wir natürlich gemacht. Schlingendorn haben wir gemacht. Wait a minute. Arati? Hä? Warum? Oder sind die einfach alle aufgedeckt? Hinterland weiß ich safe, dass wir das gemacht haben. Vorgebirge? Ah, nee. Vorgebirge haben wir nicht gemacht. Habe ich echt schon so viele Zonen durchgequestet? Fuck my life. Aber... Schlingi? Das ist halt alles wirklich schon so lange her. Guck mal, Sümpfe des Elends haben wir noch nicht gemacht. Das wäre 40 bis 60. Da wären wir genau richtig für. Und da gab es ja auch die eine Quest... in der Morgenswacht, die mich dahin bringen würde, in den Kraulsumpf. Dann wäre wahrscheinlich das unser nächstes Ziel. Ah, Sümpfe des Elends. Das sind überall bestimmt Krokodile und so, oder? I don't know about this. Haben wir ein Terrormoor-Portal? Ja, haben wir. Das heißt, wir könnten theoretisch auch rüber... Wir könnten auch Terramor questen, also Düstermarschen. Was gibt's denn hier noch? Wir könnten auch Eschental. Das wäre halt 15 bis 60. Vielleicht ist das noch einfacher. Oder hier Dunkelküste, 10 bis 60. Vielleicht wäre das wirklich einfacher. Schreibt's mir in die Kommentare, Guys. Was ihr gerne sehen würdet für ein Questgebiet als nächstes. Ich gehe nämlich davon aus, dass es hier jetzt keine Folgequest gibt. Wir haben da die von den die Dungeon Quest, die wir nicht machen dürfen, wegen Iron Man Regeln. Wir haben hier irgendwas Hochstufiges, was wir nicht annehmen können. Und das da ist die für den Kraulsumpf, ne? Für Sümpfe des Elends. Erwerbt eine Fahrt Kraulsumpf Express, Sümpfe des Elends, genau. Also, Guys. Sagt mir mal, was ihr gern sehen würdet. Ich glaube, ich wäre Fan von Eschental oder Dunkelküste, weil es einfach wahrscheinlich schneller geht und wir da gut vorankommen. Hoffe ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Die Skalierung ist, denke ich, überall gleich. Vielleicht ist das auch ein Schuss in den Ofen. Oder halt Sümpfe des Elends. Oder sonst irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben. Aber ich habe nicht mehr auf dem Radar, was wir gemacht haben. Vielleicht wisst ihr das besser als ich. Jedenfalls, vielen Dank fürs Reinschauen. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.